So, das angekündigte zweite Video, wo wir jetzt hier hinten auch, muss man ein bisschen mehr gucken, wo ich hinfilme, ne? Wo wir hinten ein bisschen jetzt auseinandernehmen. Ich kann ja schon mal sagen, worum es geht. Und zwar, und man sieht es, die Schutzwanne vom Tank. Die ist nämlich hier offen und herum und hier oben offen. Und komplett voll mit Schlamm, weil die ist nämlich unten geschlossen. Das heißt also, der komplette Hohlraum zwischen Tank und dieser Wanne, ist bei der KFX übrigens genauso, füllt sich irgendwann mit Schlamm im Laufe der Zeit. Und zwar voll Schlamm. Und ja, deswegen werden wir den jetzt mal so weit auseinanderbauen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Wird schwierig. Ich sehe gerade, der Rahmen geht direkt hier drüber her. Ich habe keine Ahnung, wie man den Tank ausbaut. Kann es sein, dass ich gar nicht da oben auseinanderschrauben muss? Dass ich einfach nur den Tank hierhin rausnehmen muss? Reifen ab hier. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Tank ausbaut. Aber es geht vorne so weit. Ich muss auf jeden Fall die Verkleidung abnehmen. Auch schon allein wegen dem Tankstutzen. Ich baue jetzt die Verkleidung ab. Ich habe die Schrauben alle schon gelöst. Gepäckträger schon lose. Ich kann den nur nicht abnehmen wegen den ganzen Kabeln. Da sind zwar auch Stecker, aber ich habe jetzt keinen Bock, alles zu lösen. Ja, auch alles gelöst. Heißt also, ich nehme jetzt die Verkleidung vorsichtig ab. Ich hoffe, ich kriege das hin. Dann schauen wir mal weiter, wie wir kommen. Weil in diese Wanne kommen jetzt Löcher unten rein, sodass der Schlamm ablaufen kann. Ja. Ich probiere heute mal mein Glück, ob das so gut funktioniert. Ich habe das bis jetzt nur bei Instagram, bei irgendwelchen amerikanischen Posts gesehen. Ich habe noch nie irgendwie einen deutschen Video oder so gefunden, der das schon mal gemacht hat. Deswegen ist das hier vielleicht das Erste. Es ist auf jeden Fall auch so eine Sache, die kann ich jedem empfehlen. So eine Standardsache, die man einfach machen sollte. Es schadet dir niemandem, da ein paar Löcher reinzumachen, dass der Schlamm abfließen kann. Auch so eine Sache, ich habe keine Stabi-Stange drin. Wenn ich fast nur im Gelände fahre, braucht die kein Mensch. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute eine Stabi-Stange verbaut haben. Die hat nur Nachteile im Gelände. Und zwar auch Nachteile im Sinne von die komplette Belastung, wenn man mit nur einem Raft aufkommt, nach einem Sprung oder so, geht auf den Rahmen. Ich kenne Leute, die haben schon bei ihrem Fahrzeug, nicht bei der Kawasaki, bei anderen Fahrzeugen, da ist der Rahmen gerissen. Wegen der Stabi-Stange. Baut die Scheiße aus. Wenn ihr nicht viel Straße fahrt, sondern wirklich im Gelände fahrt, baut die Stabi-Stange aus. Da habt ihr auch mehr Verschränkung, hat nur Vorteile, macht es einfach. Testet es. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr sie wieder einbauen. Aber ne, ich kenne Leute, die haben schon einen Rahmenbruch gehabt, weil die Stabi-Stange drin ist. Deswegen habe ich meine schon lange ausgebaut. Macht man hinten einfach die Federn ein bisschen härter, fertig. Aber gut, darum soll es auch heute gar nicht gehen. Vielleicht zeige ich das gleich nochmal. Kleid runter ist, dann sieht man es besser. Und dann, ja, schauen wir jetzt erstmal, dass ich das hier runterkriege und dann melde ich mich gleich wieder. So, ich habe jetzt mal geguckt. Man sieht übrigens hier so ein bisschen, wie weit das hier vorne schon ausgebeult ist durch den ganzen Dreck, der sich da unten drin angesammelt hat und inzwischen die Hülle nach außen wegdrückt. Ey, Katastrophe. Könnte übrigens ein bisschen kompliziert werden, das Ding auszubauen. Ich habe schon gesehen, da sind zwei Schrauben. Da vorne. Von der man eben, von denen, an die man irgendwie von da oben dran kommen muss. Und da ist eine Schraube, wahrscheinlich auf der anderen Seite auch. Ob das die einzigen vier sind, weiß ich gerade noch nicht. Klar, Benzinschlauch muss ich natürlich auch gleich noch abnehmen. Aber ansonsten könnte das recht gut aussehen. Ich glaube, da müsste ich das nach hierhin rausziehen können. Ich sehe übrigens gerade der Benzinschlauch, der geht da einfach nur stumpf in den Rahmen, wahrscheinlich vorne irgendwo raus. Muss ich mal schauen, wie. Weil das legen wir dann mal vernünftig um. Weil ich weiß ja nicht, wie das im Rahmen aussieht. Schließlich ist der da schon seit längerem offen. Naja. Genau, auf jeden Fall, das müsste es sein. Unten ist der, soweit ich weiß, nicht festgeschraubt, sondern liegt nur auf diesen Gummipolstern auf. Ja, schau mal. Ich löse mal die vier Schrauben.
soweit ich da dran komme, und dann schauen wir mal, ob wir den zur Seite rausziehen können. Ja, also hier Verkleidung habe ich schon ab, liegt schon auf dem Tank. Ging übrigens nicht komplett abzunehmen, weil hier hinten ist das auch noch verschraubt. Und da wollte ich jetzt gerade nicht dran, wegen den ganzen Kabeln von dem Licht hinten und das muss ja nicht sein, solange man es auch so hinkriegt. Naja, auch schön, wie viel Dreck da schon oben drauf liegt. Ach, wird Zeit. Mal gucken, wie viel Dreck wir danach rauskriegen aus der Wanne. Ja, wie ihr erkennen könnt, ist die Heckverkleidung jetzt doch runtergeflogen. Ich habe also doch das Plastikteil hier hinten einmal gelöst. Habe das ganze grüne Teil, das jetzt hier liegt, runtergenommen. Ja, jetzt sieht man auch mal die Stellen vom ATV, wo die Sonne sonst nicht hinscheint. ist nur festgebackener Schlamm. Naja, gut. Ich bin ja auch ein ganz schlauer Fuchs. Ich mache hier den Ausgleichsschlauch ab und denke mir so, ja easy, ne? Dann funktioniert das ja mit dem Rausziehen. Denke natürlich nicht drüber nach, dass das Ding auch noch einen Tankgeber hat und irgendwo eine Benzinpumpe, die das ganze Zeug zum Motor saugt. Ganz, ganz schlau. Ist halt jetzt schon halb draußen. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich den hier lösen kann. Und wie ich den hier lösen kann in dem ganzen Dreck hier, damit ich den Tank ganz rausnehmen kann. Das habe ich schon versucht zu lösen, dieses ganze Plastikding. Das ist aber so verbaut mit den ganzen Kabelbäumen. Ich will jetzt echt nicht den ganzen Kabelbaum hier rausnehmen, nur um den Tank zu lösen. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie da lösen, damit ich das rausziehen kann. Soweit der Plan. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Was willst du schon wieder? Kack hier nicht rum. Sag mal hier, nicht über mich fliegen. Wie wollen das denn? So, Mann, ey. Ja. Genau. Das probiere ich jetzt mal und dann schauen wir mal weiter. So. Den haben wir schon mal gelöst. Aber seht euch mal, was hier sich für ein Schlamm ansammelt und hier, was dahinter hängt, wo man mit dem Hochdruckreiniger sonst nicht hinkommt. Die Schlammbrocken drin. Da unten ist es alles voll. Ja, und wie ich schon befürchtet habe, hier der Ausgleichsschlauch, der geht einfach stumpf mit so einem Pömpel in den Rahmen und vorne wahrscheinlich wieder raus. Das werde ich schauen, ob ich das umbauen kann, weil ich vertraue nicht darauf, dass dieser Rahmen oben komplett wasserdicht ist. Da muss ich mal gucken, ob ich da nicht lieber, also da möchte ich lieber einen Schlauch einmal komplett durchlegen. Ich habe eh noch genügend über. Und es ist ja nur ein Ausgleichsschlauch, der muss ja nur so weit Luft ziehen, dass kein Unterdruck im Tank entsteht. Ich weiß auch gar nicht, was das hier ist, ein Filter oder einfach nur ein Stecker? Ich habe keine Ahnung. Schaue ich mir alles in Ruhe an. Wenn, dann kommt auch ein neuer Filter rein, wenn das einer ist. Das sieht nicht aus wie ein Filter. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt muss ich erst mal rausfinden, wie ich den hier löse, ohne kaputt zu machen. Das weiß ich auch nicht. Und wie ich den Dreck hier wegkriege. Nicht, dass mir nachher Dreck in den Tank fällt. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, ganz speziell hier. So, es ist geschafft. Kann man tatsächlich abziehen, wenn man das mal von Schlamm befreit. Also ich habe jetzt gerade mal nachgefragt bei einem Kerl, der mehr Ahnung hat. Wenn man das von Schlamm befreit, dann sieht man auch so eine Klammer, die kann man dann lösen, dann kann man das Ganze hier abziehen. Und ich habe jetzt gerade schon mal Handschuhfinger drüber gemacht, damit da kein Dreck reinkommt. Und wie ihr schon seht, ey, guckt euch das an, was da an Schmuck hinterhängt. Das ist unglaublich. Richtig schön, hier kommst du mit dem Hochdruckreiniger dran. Hier die Ecke natürlich wieder nicht. Dann kannst du von der Seite da reinsprühen. Hier ist alles sauber, hier hinter dieser Kante bleibt der Dreck wieder liegen. Und auf der Seite, da kommst du halt nicht dran beim Putzen. Katastrophe. Geht gar nicht. Jetzt muss ich noch eben rausfinden, wie ich das löse. Ich sehe da schon mal so eine Plastikklammer und da. Und dann können wir, glaube ich, den Tank von der Wanne trennen. Aber das mache ich nicht hier drin. Ich habe keinen Bock auf Fegen. Das mache ich direkt vorne am Waschplatz, wo ich das nachher sauber machen kann. Oh Leute, schaut euch das an. Die kleinen Löcher. Das sind die, die Kawasaki sich überlegt hat zum
Ablaufen von Schlamm. Das ist der Schlamm, der da noch drin ist. Aber warte, ich hole mal kurz hier. Aber das ist wirklich 2 cm dick hier. Der Belag. Hier auch am Rand. Alles voll. Und die hängt ja noch die Hälfte dran. Guck mal, was hier dran hängt, ey. Das ist unglaublich. Auf beiden Seiten. Also das sind jetzt also unübertrieben bestimmt 2-3 Kilo Erde mindestens, die ich jeden Tag umsonst mit mir rumfahre. So, ich mache das jetzt mal sauber und dann schauen wir gleich mal, was wir da für Löcher reinmachen in die Wanne hier. So, geschafft. Ich habe jetzt alle Löcher auf die Größe gebohrt wie die großen, die zwei großen, die da vorher drin waren, und habe am Rand nochmal so Rillen reingeschnitten, dass man da schön von der Seite mit dem Hochdruckreiniger drunter her spritzen kann. Also schön mit Druck zwischen Wanne und Tank einmal durchpusten. Hoffen wir mal, dass das was bringt. Da wird sich natürlich auch wieder Dreck ansammeln, aber ich denke mal so, dass zumindest der gröbste Schlamm und Sand dann immer da rausgespült wird. So, geschafft. Tank ist wieder drin. Ja, jetzt zeige ich nur noch die Heckverkleidung drauf. Ein paar Kleinigkeiten wie das hier. Dann ist sie auch wieder fertig. Also zusammengefasst kann man sagen, Heckverkleidung runter. Wenn ihr die Seitenverkleidung abnimmt, ist es noch ein bisschen einfacher, ist aber nicht zwingend nötig. Reifen runter ist wichtig, Reifen und Felge. Und dann kommt er eigentlich schon überall dran. Dann müsst ihr den da rausziehen. Die 3 Schrauben lösen, also die Schraube und die Schraube und die da hinten, die man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sieht, doch, ja. Und ja, dann könnt ihr eigentlich den Tank zur Seite rausziehen. Dann müsst ihr halt gucken, hier unten dieser Stecker, den man da so gerade sieht, und natürlich der Benzinschlauch, der zum Motor führt, die müsst ihr dann noch abziehen. Nachdem ihr das so 10 cm vorgezogen habt, könnt ihr das easy abziehen und dann könnt ihr den Tank komplett rausnehmen. Dieses ganze Gewurstel muss man überhaupt nichts dran machen, außer natürlich bei euch ist der Kabelbaum so verlegt, dass ihr irgendwie Probleme kriegt beim Seit rausziehen. Ich meine, hier liegt ja auch der Kabelbaum unterm Rahmen. Es wäre noch ein bisschen einfacher gewesen, wenn der nicht unterm Rahmen lang gehen würde, sondern an der Seite oder so. Ich weiß nicht, theoretisch wäre das möglich, aber naja. Und das war's ja wieder. Danach halt alles wieder zurückbauen und dann ist es fertig. Ne? Das Aufwendigste wird wahrscheinlich das Abnehmen der Heckverkleidung. Weil, ne? Man muss halt die alle hier lösen. Bei mir waren sie jetzt eh schon gelöst, aber das alles hier, ein bisschen Heckgepäckträger abbauen. Wenn man so schlau ist wie ich und die Beleuchtung da dran hat, kannst du den nicht mal ganz wegnehmen. Und ja, dieses Teil, dieses Plastikteil hier hinten, entweder nehmt ihr das mit ab, wenn es geht, oder ihr müsst es auch abschrauben. Das sind dann insgesamt 3 pro Seite. Und dann könnt ihr das runternehmen. Also eigentlich nichts Wildes, wenn man das einmal gemacht hat. Mega easy. Der Vorteil ist halt jetzt, ich bin erstmal eine Menge Gewicht los, durch den Schlamm, der da drin war. Und ja, ich habe natürlich jetzt hier schön die Kerben und auch da vorne auch eine. Da kann ich jetzt richtig schön mit dem Hochdruckreiniger von der Seite einmal hier die Wanne durchspülen zwischen ja, Tank und Wanne. Man sieht auch jetzt hier, wie locker das jetzt wieder ist. Vorher war da so viel Dreck drauf, da hat sich ja nichts mehr bewegt, weil da so viel ja, Masse zwischen war, dass da keine Luft mehr war. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und durch die Modifikation, auch mit den größeren Löchern unten drunter, sollte das jetzt auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr so ein Riesenproblem darstellen. Ja, dann war es das auch. Ich baue die jetzt noch wieder fertig und dann geht es ans nächste Projekt. Aber mit dem Video ist jetzt erstmal hier ein Ende und dann, ne, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!